Willkommen zurück bei Bone, das große Kuhrennen. Wir haben uns jetzt einen Umhang gebastelt. Naja, eigentlich haben wir nur ein Geschirrtuch rot gefärbt. Vielleicht reicht das den Kindern ja. Den Mausekindern. Toro! Toro! Kommt! Nehmen wir ihn auf die Hörner! Ach ja, Yippie! Hä? Ist das jetzt abgestürzt? Nee. Ah! Was ist los? Genau! Wollen Sie nicht mehr Stierkampf spielen? Tut mir leid, Kinder, mir fallen gleich die Arme ab. Oh, ich will weiter Stierkampf spielen. Ja, ich auch. Keine Sorge, Kinder, ich überlege mir was. Ein rotes Tuch über einen Huhn schmeißen. Ich denke nicht, dass ich das tun will. Nee, wäre doch gut gewesen. Okay, Kinder, versucht es damit. Oh, cool. Gute Prima. Idee, Herr Bone. Jetzt können wir wieder spielen. Angriff! Mhm. Genau, ich will den Umhang halten. Ich will den Umhang halten. Hey, ich habe den Helm entdeckt. Wir sollten uns mit dem Umhang abwechseln. Okay, ich zuerst. Okay, ich will zuerst. Wir spielen Schere, Stein, Papier. Genau, Schere, Stein, Papier. Wo ist denn der Helm? Ah, ich hab ihn. Dann machen wir den Helm jetzt mal direkt auf die Kuh drauf. Oder nein? Komm, wir sprechen noch mit der. Komm, Grandma Ben. Dann brauche ich ja quasi nur noch den Euter gleich. Müsste ich doch hinbekommen, oder? So. Auf dem Helm sind ein paar schöne Hörner. Mal sehen. Tada! So, Grandma Ben. Wir unterhalten uns jetzt mal. Wo ist sie denn plötzlich? Oder ist sie abgehauen, als ich sie... Hi, Grandma! Hallo, Smiley Bone. Sie sehen irgendwie durstig aus. Weißt du was? Ich bin ein wenig ausgetrocknet. Ich glaube, ich gehe nach drinnen auf ein Tässchen Rübentee. Aha. Und jetzt können wir nachher da das mit dem anderen Typ machen. Aber jetzt probiere ich trotzdem gerade noch aus, die Kartoffel nach der Mistgabel zu schmeißen. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwas bringt. Es muss einfach etwas bringen. Und der will Eier haben. Der will einfach nur Eier haben für seine blöde Mütze. Es ist zu hoch. Du kannst sie doch dagegen schmeißen. Ich komme da nicht hinauf. Schmeißen. Seltsam. Dann machen wir jetzt auf jeden Fall mal den hier. Hey, Grandma Ben. Hallo, Grandma. Legen Sie eine Pause ein? Nur kurz was trinken, dann laufe ich gleich weiter. Hören Sie, ich wollte Sie mal nach Ihrer Vergangenheit in Sachen Kuhrennen fragen. Wolltest du? Warum? Stimmt es, dass Sie das Kuhrennen jedes Mal gewonnen haben,
seitdem sie an den Start gehen? Yep. Und keine Kuh hat sie je geschlagen? Nein. Nun, nachdem sie jedes Jahr gewonnen haben, haben sie denn gar keine Angst, dass sie ihr Glück vielleicht mal verlassen könnte? Worauf willst du hinaus, Phonybone? Hey, ich will auf gar nichts hinaus. Ich mache mir nur Sorgen um sie. Das ist alles. Aber sicher tust du das. Diese Kneipe gibt es schon lange, was? Ziemlich lange, denke ich. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Sie erinnern sich doch bestimmt daran, als diese Kneipe gebaut wurde, oder nicht? Aber sicher. Ich auch. Tatsächlich? Wie lange laufen Sie bei diesem Rennen schon mit? Warum kümmert dich das? Ich habe mich nur mit den Leuten hier unterhalten und wir haben uns gefragt, wie lange Sie bei diesem Rennen wohl schon mitlaufen? Nun, schon ziemlich lange. Ich laufe dieses Rennen schon Jahr um Jahr. Können Sie uns nicht genau sagen, wie viele Jahre Sie nun schon beim Rennen mitlaufen? Nein! Wollen Sie uns nicht verraten, wie lange Sie beim Rennen schon mitlaufen, weil Sie Angst davor haben, dass wir Ihr Alter herausfinden könnten? Mein Alter geht dich nichts an, Phonybone. Interessant. Eigentlich wollte ich etwas über Ihre Farben fragen. Was für Fragen? Wir haben auf Ihrer Farm aber eine Menge Rüben gegessen. Wirklich? Ich schätze, ich esse ziemlich viele Rüben. Na und? Wissen Sie, ich habe erfahren, dass Rüben ein hervorragendes Mittel zur Vorbeugung gegen Makuladegeneration sein sollen. Hä? Wovon redest du, Phonybone? Leute, die einen Haufen Rüben und Karotten und dergleichen essen, fürchten sich davor, ihr Augenlicht zu verlieren. Wirklich? Ich hatte schon immer die Vermutung, dass Rüben gut für die Augen sind. Ach, vergessen Sie es einfach. Auf der Farm hatten Sie von Bones zum Holzhacken verdonnert. Natürlich. Ihr Jungs durftet unter meinem Dach schlafen und an meinem Tisch essen. Nur fair, dass ihr einige Pflichten übernehmt. War es nicht vielmehr so, dass Phonebone das Holz hacken sollte, weil Sie nicht mehr dazu in der Lage sind? Das ist lächerlich. Ich bin Barrelhavens amtierende Holzhackmeisterin. Sie sind die... Mein lieber Schwan, schon gut. Ich habe was Leuten hören von einer Art Gemetzel auf Ihrer Farm. Ich wäre dir dankbar, wenn du damit aufhören würdest, Phonybone. Das muss sie sehr mitgenommen haben. Hör auf damit. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Sie wirken etwas nervös. Sich nicht gut fühlen? Das ist sehr interessant. Ich wollte noch etwas über das Rennen in diesem Jahr wissen. Gut, okay. Fass dich kurz. Sie sind heute Morgen schon wahnsinnig viel gelaufen. Papalapap, ich hab erst angefangen. Bis jetzt bin ich erst 15 Meilen gelaufen. Wie weit wollen Sie vor dem Rennen noch laufen? Oh, vielleicht 50 oder 60 Meilen. Nur um mich warm zu machen. Im Ernst, Grandma. Ich glaube, dass Sie sich verausgaben, wenn Sie vor dem Rennen so viel joggen. Blödsinn, bla bla bla. Das ist nur zum Warmmachen. Was kümmert es dich eigentlich? Welche von den Kühen da draußen, meinen Sie, ist die schnellste? Die schnellste? Ich weiß nicht. Es gibt dieses Jahr eine Menge ansehnlicher Kühe. Eine Menge ansehnlicher Kühe, wie? Sind Sie doch nervös? Himmel, nein! Ich mache mir keine Gedanken darüber, ob ich das Rennen gewinne. Ich mache nur zum Spaß mit. Sie nehmen also nur zum Spaß am Rennen teil?
Richtig, das würde ich. Sie wollen also heuer nicht versuchen, das Rennen zu gewinnen. Ich werde einfach mein Bestes geben. Nicht darauf aus sein zu gewinnen? Das ist überaus interessant. Okay, das ist soweit alles, was ich wissen wollte. Endlich. Ich werde auf das Getränk verzichten. Ich muss mich weiter aufwärmen. Hallihallo, Hallöchen. Hi. Hey, hast du schon von dieser richtig schnell... Ach ja, ich... Yeah. Keiner weiß, wie die Kuh wirklich heißt. Ja, schreib mich auf. Du wirst es nicht bereuen. Yes. Hey, ich habe draußen gerade mit Rose gesprochen. Was höre ich da? Warum wettet niemand auf sie? Was ist denn in euch gefahren? Wollt ihr ihre Gefühle verletzen? Nein, keiner will ihre Gefühle verletzen. Du hast die Gerüchte doch gehört. Grandma Ben ist erledigt. Wir wissen, dass du auf sie stehst, Lucius. Aber die Quoten stehen 100-1 gegen sie. Genau. Alle wetten auf die Wunderkuh. Die Wunderkuh, was? Alle reden davon. Die schnellste Kuh aller Zeiten. Du solltest auch einsteigen, Lucius. Hat jemand diese Wunderkuh schon mal wirklich gesehen? Hä? Hat einer von euch Knallköpfen diese Kuh, auf die ihr eure gesamten Ersparnisse setzt, je mit eigenen Augen gesehen? Ja, klar. Nun, ich hab sie nicht gesehen. Aber irgendwer wird sie wohl gesehen haben. Hast du sie nicht gesehen? Das habe ich mir gedacht. Hat ganz den Anschein, als wollte euch jemand zum Narren halten. Nein! Wir wollen die Wunderkuh sehen! Sofort! Kommt schon, Jungs! Ich will die Überraschung nicht verderben! Wir werden dir gleich den Magen verderben! Okay, okay, ich werde euch hinbringen. Aber behauptet nachher nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Die Wunderkuh ist schrecklich gefährlich. Ich muss noch ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Gebt mir ein bisschen Zeit und... Kommt dann zur alten Scheune hinter dem Haus. Okay. Die Kuh sollte besser echt furchterregend sein. Du, Smiley. Was ist los, Vetterchen? Smiley, geh in die Scheune hinterm Haus und veranstalte einen solchen Krawall, als wäre die gefährlichste Kuh aller Zeiten da drin. Okay, Vetterchen, ich hab verstanden. Ich werde ein paar Schilder aufstellen müssen, sobald wir dieses hier abgemacht haben. Gut. Da sind wir schon direkt richtig. Das ist gut. Aber geht es nicht noch lauter? Wie denn? Was willst du mit einer Glasnudel? Was denn? Das heißt, ich muss damit trommeln, aber wie soll ich das hinbekommen? Die Mistgabel wackelt hin und her, wenn ich Krach mache. Ich frage mich, was das da macht. Ja, warum schmeißt denn nicht was dagegen? Es ist zu hoch. Ob wohl noch Zeit für ein kleines Nickerchen wäre? Nein, wahrscheinlich nicht. Wie kommen wir denn dahin? Ich komme da nicht hinauf. Ja, wie komme ich da jetzt hin? Was könnte ich jetzt machen?
Ah, eine Idee habe ich noch. Okay. Ah, okay, gut. Jetzt ist die Folge gerade zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.